Basiert die neue Arbeit von Mois auf ein verbotenes System? Viele Stimmen aus der Rap-Welt versuchen aktuell dem YouTube-Rapper zu schaden. Jetzt werden viele Sachen behauptet. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Als YouTuber startete er seine Karriere und rutscht schnell in die Rap-Welt hinein. Mit seiner Musik konnte er bei dem ein oder anderen landen, allerdings distanziert er sich ziemlich schnell aus diesem Geschäft und versucht seine Millionen mit anderen Projekten zu realisieren. Mittlerweile hat er in unzähligen Firmen gearbeitet und baut sich ein neues Team auf, womit er Waren kauft und sie immer wieder weiterverkauft. Wie genau das Ganze abläuft, ist unklar. Kaum irgendwelche Informationen werden weitergegeben. Doch für Rapper Animus, der überhaupt nicht cool ist mit Mois, stellt eine These auf. Er glaubt, es handelt sich um ein Schneeballsystem. Allerdings hat er keine Beweise dafür und eventuell möchte er dem Geschäft von Mois mit solchen Aussagen lediglich schaden. Der YouTube-Rapper bietet Animus, der nach Dubai geflüchtet ist, erst gar nicht die Aufmerksamkeit, die er nach solchen Aussagen sucht. Stattdessen betont er, dass man bei ihm in der Firma mit 5000 Euro im Monat rechnen kann, wenn man für ihn arbeitet. Und dass er jeden Tag an seiner Idee arbeitet und das Beste draus machen will.